1960. Wolfsburg war im Aufbau. In der Zwischenzeit hatte Wolfsburg ja auch ein Rathaus gekriegt. 1958 gebaut, nee, fertiggestellt von einem Herrn Teschner. Im Bau haben wir uns das ja angeguckt, sind wir mit dem Fahrrad mit mehreren Leuten aus Wilsdorf da hingefahren, haben uns das angeguckt, stehen da vorm Rathaus, schön alles eingerüstet. Ich denke mir, das war 57. Auf einmal, da kracht das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ist die ganze Decke für den Bürger alle eingebrochen. Ja, das ist jetzt in Wahrheit. Die ganze Decke eingebrochen, lag unten, haben sie gefuscht. Später hat ein Bauunternehmen nochmal gefuscht, bei der Brücke in Detmarode, auch eingebrochen. Und noch gar nicht so lange her hat wieder ein Bauunternehmen gefuscht beim Tunnel, wollte ich mit dem Fahrrad durchfahren, letzte Woche sind mir die Fliesen von der Wand gefallen. Ich meine, wo gebaut wird, wird auch gefuscht. Ne? Das ist ja ein Punkt bei 70 Jahren, den ich seit Wolfsburg immer im Griff haben muss. Ne? Ich meine, 70 Jahre verlangt auch so ein bisschen Selbstkritik und man muss auch langsam mal anfangen, entweder die Schäden zu akzeptieren oder ein bisschen auszubessern. Ne? Ich sage zu meiner Frau, entweder lass ich mir Botox spritzen oder du akzeptierst meine Gesichtsfalten. Ne?